Hallo Freunde, in diesem Video werden wir über das HFS Plus Dateisystem sprechen. Lassen Sie uns seine Struktur und die Änderungen analysieren, die der im Vergleich zu seiner früheren Version von HFS erhalten hat. Betrachten wir die Datenwiederherstellung auf einer Festplatte mit dem HFS Plus Dateisystem. Funktionen und Probleme bei der Wiederherstellung. Außerdem werden wir Programme zur Datenwiederherstellung von HFS Plus Partitionen vergleichen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. HFS Plus oder macOS Extended wurde bereits im Januar 1998 eingeführt, wurde jedoch erstmals als Testdateisystem für das nie veröffentlichte OS Complaint eingeführt. Ende 2002 mit der Veröffentlichung des 10.22 Updates ermöglichte Apple das Journaling, um die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung zu verbessern. Es war mit der Serverversion von Mac OS X verfügbar, jedoch nur über die Befehlszeilen-Schnittstelle von Desktop-Clients. Ab Mac OS X 10.3 war das Journaling standardmäßig aktiviert und das Journal-Volume wurde HFSJ genannt. HFS Plus Journal wurde zum primären Dateisystem des Apple auf seinen Mac-Computern verwendet. Die Journal-Option ist, wenn das System eine Protokolldatei mit Änderungen im Protokoll führt, die das Wiederherstellen der Festplatte nach einem Fehler erleichtert und Time Machine beschleunigt. Dieses Dateisystemformat ist ideal für die Verwendung als integrierte Festplatte auf einem Mac und als Archivfestplatte. Und es ist unpraktisch, wenn ein externes Laufwerk an einem Computer mit einem anderen Betriebssystem angeschlossen werden muss. HFS Plus kann problemlos mit dem GNU/Linux-Betriebssystem verbunden werden, ist jedoch immer noch nicht mit der Windows-Betriebssystem kompatibel. Windows erkennt dieses System nicht, ohne zusätzliche Software zu installieren. HFS Plus wurde von Apple entwickelt, um das zuvor verwendete HFS zu ersetzen, das primäre Dateisystem auf Macintosh-Computern. Dieses Dateisystem kann als erweiterte Version von HFS angesehen werden, um die Funktionen von macOS zu erweitern. Der Hauptunterschied zwischen HFS Plus besteht darin, dass anstelle von 16-Bit wie im HFS eine 32-Bit-Architektur verwendet wird. Die alte Adressierung war eine schwerwiegende Einschränkung, die es nicht erlaubt, mit Volumes zu arbeiten, die größer als 65.536 Blöcke waren. Bei einem Festplattenvolumen von 1 GB betrug die Clustergröße Blockgröße 16 KB. Selbst eine 1 KB Datei nahm alle 16 KB ein. HFS Plus verwendet wie das vorherige System einen sogenannten Bibaum, um die meisten Metadaten zu speichern. Das Volume in HFS Plus ist in Sektoren unterteilt. In HFS werden sie als logische Blöcke bezeichnet, die 512 Byte entsprechen. Ein oder mehrere Sektoren bilden einen Cluster. Die Gesamtzahl der Cluster hängt von der Größe der Festplatte ab. Die 32-Bit-Adressierung ermöglicht den Zugriff auf mehr als 4.294.967.296 Cluster im Vergleich zu den alten 65.536 Clustern. Im Vergleich dazu haben diese beiden Systeme unterschiedliche Dateinamenslängen: HFS 31, HFS Plus 255. Datei Name Rekordierung HFS Mark Roman HFS Plus Unicode. Verzeichnisknotengröße HFS 512 Bytes HFS Plus 4 KB. Und erhöhte die maximale Dateigröße HFS 2 31 HFS Plus 2 63. Der Speicherplatz in HFS Plus ist in den Sektoren als logische Blöcke bezeichnet, unterteilt, die normalerweise 512 Byte groß sind.
Diese Sektoren sind in Zuordnungseinheiten Cluster gruppiert, die eine oder mehrere Sektoren enthalten können. Die Anzahl der Zuordnungsblöcke hängt von der Gesamtgröße des Volumes ab. In HFS Plus beträgt der Wert für Zuordnungsblöcke 32 Bit. Um die Platzierung von Daten auf einer Festplatte zu verwalten, speichert HFS Plus Service-Informationen auf diese Metadaten. Unter diesen sind die wichtigsten für den Betrieb des Dateisystems und die interessantesten bei der Suche nach fehlenden Daten die folgenden. Botsblöcke, HFS-Botsblöcke, die sich in 0 und 1 Sektoren befinden. Volume-Header, der sich im zweiten Sektor befindet, enthält allgemeine Informationen zum Volume. Die Größe der Zuordnungsblöcke, die Zeit, zu der das Volume erstellt wurde, und die Zuordnungsadressen anderer Strukturen auf dem Volume, zum Beispiel die Größe der Verzeichnisdatei oder das Ausmaß des Dateiüberlaufs, Catalog File Extent Overflow Datei und so weiter. Der Bandtitel befindet sich immer an derselben Stelle, Allocation File. Es enthält Informationen zu freien und belegten Zuordnungsblöcken. Jeder Block wird durch ein Bit dargestellt. Der Wert 1 entspricht dem belegten Block und 0 dem freien Block. Diese Struktur wird manchmal als Bitmap bezeichnet. Die Datei kann eine beliebige Größe haben und muss sich nicht in zusammenhängenden Blöcken des Volumes befinden. Katalogdatei, Catalog File. Es speichert die meisten Dateien über den Speicherort von Dateien und Ordnern auf der Festplatte. Das Dateiverzeichnis ist ein Bibaum, der Einträge für alle auf dem Volume gespeicherten Dateien und Ordner enthält. Extents sind ein weiterer B-Tree-Knoten, der Zuordnungsblöcke aufzeichnet. Für jeden Dateigabel können sie bis zum 8 Speicherbereiche in einer Verzeichnisdatei geschrieben werden. Wenn zusätzliche Speicherbereiche verwendet werden, werden diese in der Datei überschrieben. Fehlerhafte Blöcke werden auch als Extents in der Überlaufdatei aufgezeichnet. Attributdatei, Attributes File, wird für die Zugangskontrolle usw. verwendet. Dateiattribute können drei verschiedene Arten von Dateisätzen speichern. Dateisätze von Inline-Attributen, Inline-Datenattribut und Datensätze, die direkt eine Reihe von kurzen Attributen enthalten. Fork Data Attribute Records mit Links zu mehreren bis zu 8 Bereichen, die lange Attribute eingeführt werden können. Extension Attribute Records, die Attribute enthalten, die nicht in die 8 Datenzweig-Attributbereiche passen. Die Startdatei ist für andere Betriebssysteme nicht macOS vorgesehen, die HFS Plus nicht unterstützen. Eine Kopie des Volume Headers, alternative Volume Header, wird im vorletzten Sektor des Volumes abgelegt. Der letzte Sektor des Volumes ist für die zukünftige Verwendung reserviert. Das Wiederherstellen von Informationen aus dem HFS Plus Dateisystem ist viel schwieriger als aus anderen Systemen. Schwierigkeiten ergeben sich aus der Tatsache, dass HFS Plus B-Bäume zum Speichern von Metadaten zur Dateizuordnung verwendet. Nachdem eine Datei gelöscht wurde, wird der B-Baum sofort aktualisiert und Informationen über den Speicherort der gelöschten Dateien gehen verloren. Mit unserem Programm können Sie das Gerät und die Struktur des HFS Plus Dateisystems in Windows ohne zusätzliche Software und Treiber anzeigen. Der Algorithmus des Dateidienstprogramms mit einer vollständigen Analyse ermöglicht es Ihnen, diese Links bei der Suche nach verlorenen Daten auszuschließen und die benötigten Informationen wiederherzustellen. Während einer ständigen Analyse liest das Programm den Volume-Header, von dem aus es Zugriff auf die Katalogdatei enthält. Findet den Speicherort der Protokolldatei, liest sie in den Speicher und analysiert Datensätze gelöschter Dateien. Wenn die zu den gelöschten Dateien gehörenden Blöcke noch nicht überschrieben wurden, werden sie gelesen und die Daten wiederhergestellt. Wenn die Blöcke der gelöschten Datei noch nicht überschrieben wurden, können Sie mit dieser Methode die Datei vollständig wiederherstellen. Selbst wenn Blöcke einer Datei überschrieben werden, verbleiben die Daten der Datei möglicherweise im virtuellen Speicher, das heißt in der Auslagerungsdatei. Mit dem Algorithmus zur vollständigen Analyse des Programms können Sie die Elemente der Kette bei der Suche nach gelöschten Daten ausschließen, die Festplattenstruktur erstellen und die verlorenen Informationen anzeigen. Anhand des Beispiels von Test werden wir den Prozess einer vollständigen Analyse des Programms genauer betrachten, verschiedene Situationen des Datenverlusts analysieren und mit anderen gängigen Programmen zur Datenwiederherstellung vergleichen.
Für eine vergleichende Analyse haben wir einige der beliebtesten Datenwiederherstellungsprogramme ausgewählt. Der Test umfasst Hetman Partition Recovery, RStudio, den ISUS Data Recovery Assistant, Diskrill, OFS Explorer und RedKuber. Nachdem wir sie genauer untersucht hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass das RedKuber-Programm das HFS Plus Dateisystem nicht unterstützt, sodass wir es von dem Test ausschließen mussten. Infolgedessen enthält die vergleichende Analyse 5 Dienstprogramme. Wir haben also ein System mit Mac OS Catalina. Hier gibt es eine Festplatte, die in mehreren Teile geteilt ist. Hier ist unsere Festplatte. Wir kopieren Daten auf die Festplatte, zum Beispiel einige Fotos, Videos, Dokumente. Dann löschen wir einige Daten und fahren das System herunter. Der Test wird auf einem Windows-Computer durchgeführt. Wir verbinden unsere Festplatte mit HFS Plus und starten das erste Dienstprogramm Hetman Partition Recovery. Wie Sie sehen können, hat das Programm unsere Festplatte mit dem HFS Plus Dateisystem identifiziert. Wir öffnen es. Nach einer solchen Entfernung reicht es aus, eine schnelle Analyse durchzuführen. Wir sehen uns die Scan-Ergebnisse an. Hier finden Sie alle gefundenen Daten und Ordner. Gelöschte Elemente sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Alle Dateien werden in der Vorschau angezeigt und können wiederhergestellt werden. Die Festplattenstruktur bleibt erhalten. Alle Dateien und Ordner finden sich an ihrem Platz. Das Programm hat diesen Test erfolgreich bestanden und die Aufgabe zu 100% bewältigt. Führen Sie das folgende Dienstprogramm RStudio aus. Außerdem werden unsere Festplatte, ihr Name und das Dateisystem angezeigt. Wir öffnen es. Hier sind unsere Ordner. Dateien. Das Programm zeigt keine OneMovie-Ordner an. Wahrscheinlich konnte es nicht gefunden werden und einige der Ordner werden dupliziert und als gelöscht markiert, obwohl dies nicht der Fall ist. Alle gelöschten Dateien können angezeigt werden und stehen zur Wiederherstellung zur Verfügung. Fazit. Das Programm hat die Aufgabe bewältigt, aber keine Ordner mit der Datei gefunden. Einige Ordner sind dupliziert. Das Ergebnis ist im Vergleich zu Hetman Partition Recovery etwas schlechter. Das nächste ISUS-Dienstprogramm. Wir starten das Programm. Das Programm zeigt unsere Festplatte, ihren Namen und das Dateisystem an. Es gibt jedoch keine schnelle Analyse. Wenn Sie versuchen, nur die Datei zu öffnen, beginnt die vollständige Analyse sofort. Der erste Nachteil des Programms. Nachdem wir auf den Abschluss der vollständigen Analyse gewartet haben, sehen wir das Ergebnis von 259 gefundenen Dateien. Das Programm zeigt alle Ordner und Dateien an. Es ist jedoch nicht klar, welche von ihnen gelöscht werden und welche auf der Festplatte verbleiben sind. Dateien können angezeigt werden. Einige der Dateien sind dupliziert und können nicht angezeigt werden. Schlussfolgerung. Das Programm hat alle Dateien gefunden, die gelöscht wurden und diejenigen, die auf der Festplatte noch verbleiben sind. Es ist unpraktisch, dass nicht notiert wurden, welche von ihnen gelöscht wurden. Einige Dateien sind dupliziert. Das Programm hat die Aufgabe zu 100% gemeistert. Starten Sie das folgende Drill-Disk-Programm. Wenn Sie viele Disks haben, müssen Sie ein wenig suchen. Hier ist unsere Festplatte. Das Programm zeigt nur keine Größe an. Es gibt keinen Namen für den Typ des HFS-Dateisystems. Wir beginnen mit der Analyse. Bei einer schnellen Analyse werden keine gelöschten Daten gefunden, sondern nur die auf der Festplatte verbleiben. Nur Tiefanalyse ist verfügbar. Das Programm hat also einige Dateien gefunden. Die Festplattenstruktur geht verloren. Die Dateinamen gehen ebenfalls verloren. Einige der gefundenen Dateien werden dupliziert. Alle von ihnen sind nach Typ in separaten Ordner verteilt. Es ist nicht klar, welche von ihnen gelöscht wurden. Es ist schwierig festzustellen, ob sie alle Daten wiederherstellen konnte. Videos und Dokumente sind in der Vorschau nicht verfügbar. Daher kann ich nicht sagen, dass sie für die Wiederherstellung verfügbar sind. Wenn Sie sich auf die Größe der Dateien verlassen, können wir sagen, dass das Programm sie wiederherstellt. Das Programm hat die Aufgabe gemeistert, aber bisher an letzter Stelle in Bezug auf die Ergebnisse. Einige der Dateien können nicht angezeigt werden. Eine eingehende Analyse ist recht zeitaufwendig. Das nächste Dienstprogramm ist OFS Explorer. Wir starten das Programm. Das Programm sieht unsere Festplatte, erkennt das Dateisystem, zeigt jedoch nicht seinen Namen an.
Wir öffnen die Festplatte, sie sieht die gelöschten Dateien nicht. Es gibt keine schnelle Analyse. Wir scannen die Festplatte. Das Programm hat die gelöschten Daten gefunden. Die Struktur der Festplatte bleibt erhalten und die Dateinamen bleiben ebenfalls erhalten. Diejenigen, die gelöscht wurden, werden in einer anderen Farbe hervorgehoben. Sie können sie in der Vorschau sehen. Alle Orten befinden sich an ihren Plätzen. Der einzige Nachteil ist, dass Sie die Dokumente nicht anzeigen können. Fotos und Videos werden nochmal angezeigt. Bei der Wiederherstellung von Dokumenten können Schwierigkeiten auftreten. Fazit: Das Programm hat seine Aufgabe gemeistert, aber es gibt Schwierigkeiten mit den Dokumenten. Wir haben also zwei Favoriten, Hetman Precision Recovery und ASUS, die keine Probleme mit der Analyse hatten. Der einzige Nachteil von ASUS ist, dass es keine schnelle Analyse gibt. Der Rest der Dienstprogramme weist kleinere Mängel auf. RStudio hat in Disk Drill und UFS Explorer keinen Ordner mit der Datei gefunden. Einige Dateien können nicht angezeigt werden. In den folgenden Tests werden wir abwechselnd die Knoten des Dateisystems blockieren, Volume Header, Header Copy, Header Knoten und Index Knoten der zweiten Ebene. Wir reiben den Seitentitel. Bei HFS Plus befindet sich der Volume Header zuerst im zweiten Sektor und ab dem Ende der Festplatte im zweiten Sektor. Daher werden wir jetzt zuerst den Hauptheader im zweiten Sektor der Festplatte reiben, die Ergebnisse aller am Test teilnehmenden Programme analysieren und anzeigen. Hetman Partition Recovery. Also haben wir den Volume Header gelöscht, Hetman Partition Recovery ausgeführt und unserer Festplatte unseren Namen und unser Dateisystem angezeigt. Wir öffnen die Datenträger. Ergebnis: Datenträger 1, Ordner 29, Dateien 136. Das gleiche Ergebnis wie im vorherigen Test. Alles ist vorhanden, die Struktur und Dateinamen werden wiederhergestellt. Alles wird angezeigt und steht für die Wiederherstellung zur Verfügung. Das Programm hat den Test erfolgreich bestanden. RStudio. Starten Sie RStudio. Gefunden, unser Laufwerk zeigt den Namen Dateisystem. Öffnen Sie und sehen Sie das gleiche Ergebnis. Das Programm hat nicht eins wieder Ordner gefunden und einige Ordner wurden dupliziert. ASUS. Als nächstes kommt ASUS. Das Programm sieht die Festplatte, es gibt keinen Namen und Typ des Dateisystems. Wir scannen es und wir sehen das gleiche Ergebnis. 243 Dateien, einige Dateien sind dupliziert. Disk Drill. Starten Sie das Scan in Disk Drill. Als Ergebnis sehen wir das gleiche Ergebnis, die Dateien sind in Ordner verstreut. Erscheint nicht in der Dokument- und Videovorschau. Ich denke, dies ist einer der letzten Tests dieses Programms. Die Ergebnisse sind nicht beeindruckend und es macht keinen Sinn, sie weiter zu testen. Da das Ergebnis bereits klar ist, nimmt dieses Dienstprogramm den letzten Platz im Test ein. UFS. UFS sieht auch die Festplatte, bestimmt das Dateisystem und die Größe keinen Namen. Wir scannen. Das Ergebnis ist das gleiche wie im vorherigen Test. Sie sehen es auf dem Bildschirm. Dokumente werden ebenfalls nicht angezeigt. Alles andere ist in Ordnung. Entfernen wir den nächsten Test, den zweiten Teil der Kopfzeile. Starten Sie Hetman Partition Recovery. Das Programm zeigt die Festplatte an, aber der Name und der Dateisystemtyp fehlen.
No-Größe. Öffnen Sie die Festplatte. Wie wir in diesem Fall sehen, ist eine schnelle Analyse nicht mehr verfügbar. Wählen Sie die vollständige Analyse HFS Plus aus und warten Sie, bis die Analyse abgeschlossen ist. Das gleiche Ergebnis Festplatten 1, Ordner 29, Dateien 136. Das Programm hat unser Laufwerk gefunden. Der Name und das Dateisystem werden angezeigt. Die Festplattenstruktur und die Dateinamen bleiben erhalten. Wie Sie sehen können, steht alles zum Anzeigen zur Verfügung. Test erfolgreich bestanden. RStudio. RStudio sieht die Festplatte und zeigt den Namen und den Typ des Dateisystems nicht an. Eine schnelle Analyse ist ebenfalls nicht verfügbar. Wir scannen die Festplatte und markieren HFS. Das Programm hat einige Ordner nicht gefunden. ISUS. Ihr seht eine Festplatte, es gibt keinen Namen und Typ des Dateisystems wie in dem ersten Test. Das Scan-Ergebnis ist das gleiche wie in dem vorherigen Test. Doppelte Dateien, alle Dateien stehen jedoch zur Wiederherstellung zur Verfügung. UFS Explorer. Die Festplatte wird als unbekannte Partition angezeigt. Kein Name und kein Dateisystem. Die Ergebnisse sind die gleiche. Das Programm hat Daten gefunden, zeigt jedoch keine Dokumente in der Vorschau an. Im nächsten Test werden die Knoten der obersten Ebene des B-Baums, des Indexknotens, des Kopfknotenblatts und des Knotens entfernt. Hidden Partition Recovery. Es gibt unsere Festplatte, zeigt nicht den Namen und Typ des Dateisystems an. Wir scannen das gleiche Ergebnis. Es ist eine Festplatte, 29 Ordner, 136 Dateien. Das Programm hat unsere Festplatte, ihren Namen und den Dateisystemtyp gefunden. Wie zu sehen ist, sind alle Dateien verfügbar. RStudio. Starten Sie RStudio. Das Programm sieht unsere Festplatte. Wir scannen es. Gibt nur HFS, HFS Plus nicht markieren kann. Das Programm hat die Festplatte, ihren Namen und den Dateisystemtyp identifiziert. Wir öffnen die Festplatte genau wie in früheren Tests. Das Programm hat einige Ordner nicht gefunden. Der Rest der Informationen ist vorhanden. Die Festplattenstruktur und die Dateinamen bleiben erhalten. Alles steht zur Ansicht und zur Verfügung. Jetzt ISUS. Wir starten das Programm. Hier ist die Festplatte. Es gibt keinen Namen und kein Dateisystem. Die Duplikate bleiben erhalten. Alle Daten können angezeigt und wiederhergestellt werden. Und OFS Explorer. Das Programm erkennt die Festplatte als unbekannte Partition, scannen, konfigurieren und starten. Bestimmt das Dateisystem, bleibt die Festplattenstruktur erhalten. Alle Dateien und Ordner befinden sich im Meta. Der einzige Nachteil ist, dass keine Dokumente in der Vorschau angezeigt werden. Und beim letzten abschließenden Test werden wir zusätzlich zu allem, was wir überschrieben haben, den Indexknoten löschen. Mit anderen Worten, entfernen Sie alle B-Borne.
starten Sie die Wiederherstellung der Head and Partition Recovery. Hier ist unsere Festplatte, es gibt keinen Namen und Typ des Dateisystems. Wir scannen die Festplatte, vollständige Analyse, HFS Plus. Das Ergebnis ist etwas anderes, erst eine Festplatte, 29 Ordner, 134 Dateien. Hier ist unser Probefahrt mit HFS Plus. Also, schauen wir, alle Dateien sind verfügbar. Lassen Sie uns die Ordner durchgehen. Alles ist auch vorhanden, die Festplattenstruktur, Dateinamen werden gespeichert, alles ist zum Anzeigen verfügbar. Sie müssen nur noch auf der Festplatte speichern. Das Programm hat alle Tests mit hervorragenden Ergebnissen bestanden. Starten Sie nun erst StudioScan. Das Programm hat die Festplatte gefunden, den Namen und den Typ des Dateisystems ermittelt. Alles ist das gleiche wie im vorherigen Test. Das Programm hat einige Ordner nicht gefunden. Kein schlechtes Ergebnis. Der letzte Test für ISUS. Wir starten das Programm. Alles bleibt unverändert. Wir scannen unsere Festplatte. Es gibt alle Videos, Fotos, Dokumente, die zum Anzeigen verfügbar sind, wiederhergestellt werden können. Gutes Ergebnis. Und das letzte Dienstprogramm im nächsten Test, OS Explorer. Unbekannte Festplatte kann markieren Sie den Dateisystemtyp. Ergebnis. Die Struktur der Festplatte bleibt erhalten. Dateien anstelle von Fotos und Videos können angezeigt werden. Dokumente nicht. Lassen Sie uns die Ordner durchgehen. Erster Video kann nicht angezeigt werden. In den restlichen Ordner ist alles in Ordnung. Den Ergebnissen zufolge können wir sagen, dass das Programm etwas schlechter ist als RStudio. Das einige Ordner nicht gefunden hat, aber alle Dateien in der Vorschau angezeigt. Also, was kann abschließend gesagt werden? Wir haben vier Programme, die alle Tests bestanden haben. Ein Programm ist abgestürzt, weil fast die Hälfte der Dateien nicht in der Vorschau angezeigt wird. Welches ist besser für Sie zu entscheiden? Ich füge genug Folgendes hinzu. Mit dem Algorithmus unseres Programms können Sie die Ordnerstruktur und die Dateinamen speichern. Dies erleichtert das Auffinden der benötigten Daten und spart Zeit. Außerdem konnten alle Daten auf der Festplatte gefunden werden. Darüber hinaus können Sie mit dem Programm ein Disk-Image für die spätere Wiederherstellung erstellen. Dies ist der Standard für die Arbeit mit ausgefallenen Medien. ISUS, der ein gutes Ergebnis gezeigt hat, bietet keine solche Gelegenheit. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellt eure Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.